Ja, hey ho Leute, damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Krimispiels von Cortana, was ja jeden Freitag neu ist. Ja, ihr seht richtig, unten links steht Montag, 5. Februar 2018 natürlich, also 2018 steht nicht da. Aber hey. So, warum das freitags nicht kam, ganz einfach. Mein Windows 10 ist abgekackt. Ich habe mir gesagt, nie wieder Windows 10. Windows 10 in der Virtual-Maschine muss reichen, hat aber Probleme gemacht, also jetzt erst. Ich hätte es nämlich gerne auch schon Sonntag nachgereicht, aber ging nicht. Deswegen sagen wir jetzt, hey Cortana. Hey Cortana. Spiele das Krimispiel. Hey Cortana, spiele das Krimi-Spiel. Auf ein neues. Dritter Versuch oder vierter. Wenn ich mich nicht täusche. Und diese bekloppte Bitch ist so blöd und selbst die einfachsten Aufgaben nicht auf die Reihe. Hey Cortana, spiele das Krimispiel. Mordsärger bei den Nibelungen. Einer der Männer am Hofe hat Kriemhilds Kamm benutzt und die Prinzessin ist stinksauer. Kannst du herausfinden, wer es war und die Eskalation bis zum Hunnenkrieg verhindern? Lies die Tipps und frage die vier Beteiligten. Ich habe es übrigens noch kein einziges Mal durchgespielt, also diese Frage-Antwort. Hey Cortana, Frage Kriemhild. Ich werde den Kamm zukünftig nicht mehr im Bad liegen lassen. Jetzt, wo ein Mannsbild sich einfach unerlaubt damit kämmte. Und jemand, ich will nicht sagen wer, aber ein gewisser Herr erschien heute Morgen ganz frisch frisiert. Okay, er lag schon mal im Bad. Hey Cortana, Frage Hagen. Äußerst merkwürdig. Der Kamm befand sich in Kriemhilds Schlafkammer. Da kann niemand hinein, ohne die Wachen zu alarmieren. Es ist fast, als hätte sich jemand auf magische Weise hineingestohlen. Also er sagt, er lag im Schlafgemach. In der Schlafkammer. Aber sie sagt, er lag im Bad. Hey Cortana? Hey Cortana? Frage Gunther. Erstens bin ich der König, also sollte ich hier die Fragen stellen. Zweitens, ja, ich war heute Morgen frisch gekämmt, weil Hagen noch gestern gesagt hat, dass er meine Frisur nicht zeitgemäß findet. Aber ich habe dafür meinen eigenen Kamm verwendet. Drittens, es könnte jeder gewesen sein, wo doch die gute Prinzessin ihre Utensilien so offen im Bad herumliegen lässt. Cool, jetzt haben wir das Problem. Hier unten wird nichts mehr angezeigt. Also Microsoft, wenn dann, wenn ihr die Scheiße schon hier macht, dann bitte wenigstens auch so, dass unten noch die Tipps angezeigt werden. Das heißt, wir machen, oh Gott. So, gleich haben wir die anderen Beteiligten. Gut, okay. Gehen wir mal wieder im großen Modus. Hey Cortana. Frage Siegfried. Diesen Nibelungenhort an mich zu reißen, das war schon mein größtes Achievement neben der Tarnkappe und dem Drachen. Aber vergessen wir nicht, dass das Magazin Höfische Kultur mich dreimal zum Hero of the Year gewählt hat. Nur dieser Tristan hat mich letztes Jahr wieder ausgestochen. Das ist eine gute Frage. Frage, hey Cortana. Frage, Kriemhild.
Ich werde den Kamm zukünftig nicht mehr im Bad liegen lassen. Jetzt, wo ein Mannsbild sich einfach unerlaubt damit kämmte. Und jemand, ich will nicht sagen wer, aber ein gewisser Herr erschien heute Morgen ganz frisch frisiert. Ich glaube, Hagen war's. Hey, Cortana? Frage Hagen. Äußerst merkwürdig. Der Kamm befand sich in Kriemhilds Schlafkammer. Da kann niemand hinein, ohne die Wachen zu alarmieren. Es ist fast, als hätte sich jemand auf magische Weise hineingestohlen. Hey, Cortana? Hagen war es. Richtig, Hagen war es. Er lügt, als er sagt, dass sich der Kamm in Kriemhilds Schlafkammer befand. Er befand sich im Bad. Hagen versuchte, den Verdacht auf Gunther zu lenken, indem er ihm just am Tag zuvor riet, sich neu zu frisieren. Und er versucht zugleich auch, den Verdacht auf Siegfried zu lenken, da dieser die Tarnkappe besitzt, mit der man sich unbemerkt bewegen kann. Tatsächlich lag der Kamm aber offen im Bad und man brauchte keinerlei Magie, um ihn an sich zu bringen. Vielleicht will Hagen Zwietracht am Hof säen. Schön, dass hier auch das niemand gezeigt wird. Freut mich, Microsoft, ihr kriegt noch niemals so einfache Sachen hin. Da wird dann halt mal der Text ein bisschen kleiner skaliert, aber nein. Ja, schön, Schriftgröße 130 beibehalten. Ob die Hälfte noch angezeigt wird oder nicht mehr, ist ja scheißegal. So, jetzt nochmal hier in der kompletten Fassung. So. Ihr habt jetzt nochmal den kompletten Text. In diesem Fall, ich habe es mir ehrlich gesagt schon gedacht, dass es Hagen war. Also ich hoffe, euch hat dieser Freitagskrimi am Montag. Ne, am Dienstag. Also selbst wenn ich es jetzt noch rendere, was ich jetzt auch gleich mache, es wird höchstwahrscheinlich erst morgen rauskommen. Weil ihr seht, es ist jetzt 23.38 Uhr. Und so eine 16.000er Leitung, da ist sowas nicht mal innerhalb von 5 Minuten hochgeladen. Höchstens 10 Minuten, also 15 Minuten. Aber das Rendern dauert ja auch noch eine Zeit und Fakt ist, es wird morgen kommen. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich über konstruktive Kritik. Und lasst ein Abo da und tschüss. Entschuldige, das habe ich nicht verstanden. Tschüss. Es tut mir leid, das Internet redet gerade nicht mit mir. Ciao. Ich kann im Moment keine Verbindung herstellen. Bitte versuche es gleich noch einmal. Ah ja, das kann's. Ciao. Ohne Worte. Einfach. Es tut mir leid, ich konnte das nicht verstehen. Einfach ohne Worte.